am 31. Januar 1945, da war ich noch auf der Kriegsschule in Weilburg an der Lahn. Wir sollten zu Offizieren ausgebildet werden. Diese Kriegsschule wurde dann aber abgebrochen. Und wir als Ausgebildete bekamen dann andere Soldaten dazu, die zum Teil überhaupt noch nie ein Gewehr in der Hand gehabt hatten. Oder sie waren 17 Jahre und sind dann von dort verfrachtet worden und kamen zur Oder zum Einsatz. Und ich sage das deshalb, weil ja an der Oder Unmengen Tote gegeben hat. Und auch deshalb, weil die überhaupt nicht als Soldaten ausgebildet wurden und waren. Die haben noch nie manchmal ein Gewehr gehabt, ja. Und sollten nun gegen eine Garda-Armee kämpfen. Und das war schon ein riesengroßes Verbrechen, was man mit diesen Menschen gemacht hat. Wir sind dann verladen worden, sind quer durch Deutschland gefahren worden, kamen nach Wriezen, sind in Wriezen ausgeladen worden, ja. Und dort haben wir ungefähr anderthalb Wochen noch in Häusern gewohnt. Wriezen war geräumt. Und dort konnten wir von diesen Menschen, wo ich eben gesprochen habe, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten oder die bei der Luftwaffe waren, die aus Lazaretten von anderen Truppenteilen einfach zu uns gekommen sind, denen brachten wir dann das in aller Schnelle das Notwendigste dabei, um mal zu überleben. Darum ging es ja. Zum Überleben, damit sie sich auch im Gelände bewegen konnten und alles so etwas. Na, und dann kam der Einsatzbefehl. Und dann sind wir, das war dann aber Anfang März, dann sind wir Anfang März von Wriezen über Seelow, die Straße runter, bis beinahe nach Le Bus gelaufen. Ich werde das nie vergessen. Ja, wir mussten dann richtig in Marschordnung marschieren mit allem Gepäck. Ja, wir Jugendlichen, ich war damals 19 Jahre alt, und als Unteroffizier und Gruppenführer. Und wir haben unser Gepäck getragen und die anderen ihr Gepäck und dann noch ein Maschinengewehr. Ja. Also da wusste man schon, nach einigen Kilometern konnten die nicht mit, dann haben wir uns das noch aufgeladen. Und dann waren wir mitten in der Nacht in Seelow auf der großen Kreuzung gelandet. Dort, ja. So, und da war ich natürlich auch groggy. Und da habe ich mich auf den Bürgersteig hingelegt, obgleich auf dem Minusgrade war, und habe zu den Kumpel gesagt, jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Ich muss mich da hinlegen, ich muss erstmal eine Viertelstunde schlafen. Dann habe ich geschlafen und dann haben sie mich wach gemacht und dann sagten sie, na, hast du nichts gehört? Ich sage, ich habe nichts gehört. Na, da sind doch 20 Zentimeter an dir vorbei die Panzer gerollt auf der Straße. Ja? Also so war man fertig. Und sind da von Lebenichen über Malno und sind dann über die Straße Podelzig, Le Bus und sind von hinten in die Stellung rein nach Klessin. Aber nicht in Klessin direkt rein. Wir lagen an der Straße. Es war damals die alte Poststraße nach Le Bus. Dort war ein Hohlweg und die Russen hatten schon Wuden und Klessin eingenommen. Nur diese Seite von Podelzig aus war noch offen. Und wir hatten also die Aufgabe, mit unserer Kompanie Klessin abzusichern, den Ort selber. Ja. Auch die, wir waren 7. Kompanie und die 8. Kompanie. Und wir, der erste Zug von der 7. Kompanie, hatten dann den Auftrag, 300 Meter Richtung Le Bus am Hohlweg, dort oben ist ein Wäldchen, die offene Flanke abzusichern. Und da sind wir dann in die Stellung rein. Das war dann am 1. März. Und am 10. waren wir schon nicht mehr da. Da waren wir schon bis auf zwei Mann alle vernichtet. Der 10. März war der erste große Schicksalstag für mich dort an dieser Stellung. Es ging also die Nacht los. Wir haben mit dem Leutnant so einen, wollten auch mal einen kleinen Bunker bauen. Ich muss sagen, wir haben unter freiem Himmel gelegen. Es gab keine Unterkunft, nichts. Schützengräben waren da, ja, aber nicht tief von unseren Vorgängern. Ja, die hatten wir dann abgelöst und haben dann versucht, einen Bunker zu bauen und hatten schon das Loch so ein Dreiviertel Meter tief gehabt. War früh um 4, ganz klare Nacht war, 8 Grad Frost so, nicht?
Und so haben wir dann auch draußen geschlafen im Schützengraben. Das Essen, was wir gekriegt haben, war kalt. Wenn Kaffee kam, mussten wir die Feldflasche erstmal oben das Eis aufpicken, damit wir was zu trinken hatten. Also mit Waschen oder sowas, sowas gab es ja überhaupt nicht. Ja. So, und wir buddelten dort und auf einmal kam eine Granate angeflogen und die explodierte so 20 Meter vor uns dort auf dem freien Feld. Und da sagte ich zu meinem Leutnant noch, Mensch, Herr Leutnant, das ist ja so unsere Richtung. Die kam von der Oder her, ja. Ach, na ja, Richtung, nicht? Ja, nun hatte ich, muss ich sagen, ich hatte eine gute Infanterieausbildung. Zum Beispiel auf dem Truppenübungsplatz Wandern, das ist bei Zellenzig, gleich Frankfurt-Oder, über die Oder, war ich zur Infanterieausbildung, Unteroffizierausbildung. Und da wusste man schon, was so ist. Also Einschuss abgeben, naja, wir buddeln weiter. Auf einmal flog die zweite Granate vorbei, zischte vorbei und explodierte hinter uns. Na, sag ich, Herr Leutnant, aber das ist unsere Richtung. Ja. Naja, ein bisschen stur war man auch, nicht? Und dann buddeln wir weiter und dann hörten wir nur noch ein Zischen. Und das verdanke ich wieder meiner Ausbildung, wie ich dann reagiere, ja. Ich ließ mich sofort fallen, der Leutnant im Loch duckte sich und im Fallen explodierte so ein Meter neben mir diese Granate. Ich habe dann den Feuerschein noch gesehen, aber ich war schon im toten Winkel und das war wieder mein Glück. So, und dann sage ich, na, Herr Leutnant, da passiert noch was. Die haben sich eingeschossen, das hab ich auch gelernt, ja, mit Granatwerfer, mit drei Schuss, der dritte Schuss, der trifft dann, dann weiß man. Und dann war Ruhe. Und dann ging am 10. März, früh um 9 Uhr, ging dann auf einmal ein großes Rollen, kam von der Oder rüber und dann begann das Dauerfeuer auf uns 30 Männchen, die wir dort waren. 30 Mann lagen wir dort. Ja, und wir haben ja nachts vorher immer gesehen, konnten bis zur Oder rüber sehen, wie auf der jetzt polnischen Seite von drei Seiten immer Lichtpunkte auf einen Punkt kamen und dann die Oder selbst konnten wir nicht einsehen. Ist ja ein Damm und alles vor und Bäume. Ja. Da hatten die Russen eine Pontonbrücke rübergebaut und über die Brücke brachten sie nun Waffen, Munition und alles hin. Denn sie lagen ja schon vor uns in der Böschung in den Oderwiesen. Da waren sie ja schon unterhalb von Plessin. Und dann waren nach 3 Stunden Trommelfeuer plötzlich Ruhe. Da denkt man, Mann, Ruhe. Aber man konnte nichts sehen, es war alles voller Pulverdampf. Ja. Denn die russischen Stellungen waren von uns ja bloß 50 bis 70 Meter weg im Hohlweg. Ja. Aber so weit, da konnte man gar nicht sehen, es war Ruhe. Und plötzlich ging wieder das Trommelfeuer los. Und dann schossen die Russen, man sagt dazu, Feuerwalzen. Das heißt, sie richten alle Kanonen darauf ein, dass die ersten Schüsse 20 Meter vor unserer Stellung einschlagen. Und dann wird das Kanonenrohr und alles höher gedreht und dann kommen die Schüsse wie eine Feuerwalze immer auf uns drauf zu. Dann liegen sie als armes Würmchen dort unten im Schützengraben und die Erde zittert. Aber die zittert, wie das Herz zittert. Danach wacht keiner. Ne? Und die erste Feuerwalze rollte über uns drüber weg, zumindest da, wo ich war. Dort, wo die anderen Kameraden lag, da gab es dann schon die ersten Toten. Dann war wieder Schluss. Dann kam die zweite Feuerwalze. Ja, und als dann die dritte Feuerwalze kam, da explodierten dann die Granaten doch oben auf dem Grabenrand und dann fiel der Graben zusammen. Und in dem Augenblick war wieder Ruhe. Und da rief noch unser Leutnant dann, der war so 20 Meter weg von mir, die Russen kommen. So, und da ich dann habe mich da rausgeschält aus meinem Graben, mein Sturmgewehr genommen. Na, und da kam sie schon mit Urä aus dem Feuerdampf da raus, aus dem Dunst gerannt. Ne? Ja, und nun wollte ich schießen, nun habe ich durchgeladen, schoss nicht. Müssen Sie sich vorstellen, jetzt haben Sie das Gefühl, Mensch, dieser Sache bist du entronnen. Du lebst noch. Und jetzt will ich schießen. Und nun schießt die Waffe nicht, die mir das Leben retten soll. Ja? Und du siehst, dass da Russen an dir rankommen. Mit einer Kalaschnikow. Ja?
Und dann kommt wieder meine Ausbildung durch. Dann dachte ich, das hast du auch gelernt. Im Rennen, Schießen und Treffen. Treffen ist da so eine problematische Sache. Ja, aber jetzt musste ja das Angestaute aus mir raus. Ja? Dann drohte ich mit der linken Hand. Hier, ich sag lieber nicht, was ich da gesagt habe. Ja? Nicht? Und der drohte wieder zurück. Ja, der drohte wieder zurück. Und in dem Augenblick kam, also von den Kameraden, die links von uns waren, von den 20, war schon, lebte schon keiner mehr. In der Zwischenzeit, muss ich auch mal sagen, kam dann noch ein Sanitäter bei uns durch den Graben geklettert, bevor diese Feuerwalzen kam und sagte, jetzt hat es den Unteroffizier so und so, ich weiß den Namen nicht mehr, ja, getroffen, beide Beine ab und ich kann nicht helfen. Darunter hat er natürlich auch gelitten. Ich kann einfach nicht helfen. Ja, war auch ein sehr feiner Kerl. So, naja, jedenfalls, ja, ich drohte und da kam der, wir hatten noch einen 17-Jährigen bei uns, der arme Kerl. Ich kann als mit 19-Jähriger schon sagen, ich war ja, habe ja schon was erlebt. Ich war ja vorher in Rumänien, bin da schon verwundet worden und alles, ja. Also man hat schon was erlebt und konnte sich im Gelände auch so ein bisschen bewegen, ja. Und jetzt kommt er natürlich in seiner Angst an und der hat da am Maschinengewehr gelegen, um den Hohlweg abzusichern. Und es ist ganz verständlich, der hat schon 3 Tage nicht mehr schlafen können, die Augen waren schon zugequollen. Und wo hat er Zuflucht gesucht? Bei seinen Kameraden. Das war der Leutnant, das war ich und noch ein 60-Jähriger. Kam er zu uns und ich sage, Mensch, wo hast du das Maschinengewehr? Na, das steht da. Dann habe ich den zurückgeschickt. Aber ein bisschen forsch, muss ich schon sagen. Und dann kam er mit dem Maschinengewehr und dann kam der Russe immer näher, nicht? Das ging schneller, als ich es erzählen kann, ja? Und dann hatte ich das Maschinengewehr. Und das Maschinengewehr hat geschossen. Und nun hatte ich also eine Waffe in der Hand und konnte mich wieder wehren, ja? Da sehe ich so im Augenwinkel, da zielt einer auf dich von hinten, ja? Na, was machst du nun? Und da springe ich hoch und im Hochspringen reiße ich das Maschinengewehr mit hoch, ja, und drehe mich in der Luft und ziel nach hinten, ja. Und ich wieder auf dem Boden lande mit dem Maschinengewehr, drücke ich ab und habe Schütze abgegeben. Und die haben den Russen zwar nicht getroffen, aber ich habe vorhin in den Sand geschossen. Und jetzt musste er untertauchen. Und das war meine Chance wieder. So, dann wurde die Munition knapp und da sagte ich zum Leutnant, mit Munition ist knapp, in meinem Loch, das war so 20 Meter Richtung Russen so, sage ich, da stehen noch 2 Kästen Munition und da sind auch noch 2 Panzerfäuste. Herr Leutnant, geben Sie mal Feuerschutz, seine MP schoss, ja, geben Sie bitte Feuerschutz, ich hole schnell die Munition. Und nun springe ich durch den noch vorhandenen Schützengraben, der aber nun nicht mehr 1,50 Meter tief war, sondern ja, manchmal bloß noch 1,5 Meter tief, ja, springe ich da durch und komme da an dem Loch, wo ich auch geschlafen habe. Und da sitzen 3 Russen auf meinen Munitionskisten da. Die waren platt, dass auf einmal ich da war und ich war platt, dass da 3 Russen saßen. Nun konnte ich ja nicht sagen, nur dabei, ich will hier meine Munition. Ja, also die Munitionskisten habe ich nicht gekriegt, aber ich griff mir die 2 Panzerfäuste und da lag die Leuchtpistole in der Tasche. Die lag auch da, die habe ich auch noch gegriffen. Und als die geschaltet haben, war ich schon wieder weg. Und das war noch quer zur Front, ja, und kam wieder zurück und konnte dann wieder mein Maschinengewehr bedienen, ja. Als die Russen kamen, den ich da so gedroht habe, der schmiss dann eine Handgranate und mein Melder stand so 3 Meter neben mir. Und die Handgranate fiel denen zwischen die Füße. Das hat er aber nicht mitgekriegt. Da bin ich noch hingesprungen, habe den zurückgerissen und wie ich ihn zurückreiße, explodierte die Handgranate. Und da kriegte er Splitter in Füße und in die Hände. Der war also kampfunfähig. Es war aber in der Endkonsequenz sein Glück, muss ich mal sagen. Ja? Denn er und ich, wir beide sind nur von den 30 Mann, wenn auch schwer verwundet, rausgekommen. Ja, und dann kriegte ich plötzlich einen Schlag gegen den Hals hier. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten nun
also Winterkleidung, wir hatten einen Mantel an und sowas und hatten dann so einen Kopfschützer. Nun wurde uns ja heiß, habe ich den Kopfschützer bloß so runtergemacht, der hängt so wie so ein Schal hier rum. Und wenn man am Hals verwundet wird, am Hals blutet man ungeheuer. Und man blutet. Und mein erster Gedanke war, wie der Schlag kam und das so blutet. Nun, ja, ist es auch aus. Ja. Und wir wollten ja alle wenigstens überleben, das war unser Gedanke. Krieg zu überleben. Wir wussten, der Krieg ist sowieso verloren. Also unser Antrieb war zu überleben. Ich konnte nicht mehr sprechen. Na, dann habe ich das Maschinengewehr meinem Leutnant gegeben und Winke-Winke gemacht, meinen Melder mitgenommen. Und dann sind wir von dort aus der Stellung, das ist da dort so ein bisschen bergig, sind so Hohlwege. Ja, jetzt ist das ja gebaut mit den Gütern da hinten, wo die Schweineställe sind, da sind wir auch raus, die raus dann gekommen. Und da waren die beiden Panzer, die standen ja da seitwärts. Und die haben uns laufen sehen. Und dann haben die Panzer uns wieder beschossen. Ja. Aber da der Aufschlagwinkel so flach war, konnten die Granaten nicht explodieren. Und dann war so ein bisschen Hohlweg oder so eine Mulde und ich bin dann gebückt gegangen und ich wundere mich immer, dass da immer noch geschossen wurde und ich drehe mich um, da ist mein Melder immer hinter mir hinterher, hat die Hände so hoch gehalten und der hat sich gar nicht gebückt, da haben sie immer den Kopf gesehen und wussten sie immer, wo wir sind, nicht? Na jedenfalls bin ich dann durch, er mit und dann sind wir oben an die Straße, kurz vor Podelzig, da bin ich an die Straße gekommen. Ja, und nun, was, wohin? Wir wussten ja nicht da hinten, wo ist da hinten was. Wir sind vorne in die Stellung gekommen und da sind wir nicht rausgekommen. Ja, wir wussten bloß, da liegt Klessin, da liegen die anderen von uns drin. Wer rechts von uns lag, nach Lebus, wussten wir gar nicht, ob da deutsche Soldaten sind oder was. Das habe ich erst viel später rausgekriegt, vor ein paar Jahren erst, dass da auch Deutsche lagen, aber die ersten lagen in Lebus. Nicht, da sage ich heute immer, wenn die Russen damals noch mit einer Musikkapelle über die Oder da durchmarschiert werden, hätte sie keiner aufgehalten. Also ich bin an dem Tag viermal dem Tod von der Schippe gehopst, sage ich mal so. Und wie wir da auf diese Stellung zulaufen, aus dieser Mulde springt auf einmal ein Soldat, Deutscher, vor. Gewehr in Anschlag. Der zielt auf mich. Ja, ja. Ich winkte immer, soll nicht. Dann zeigte ich auf meine Schulterklappe und auf die Klappe, dass er das eventuell erkennen kann. Springt der Zweite davor, zielt auch. Und nun kommt wieder die Ausbildung. Dann überleg mal, was machst du nun? Schmeißt du dich jetzt dahin, auf das war ja ein freies Feld, dann schießen die. Du musst ob Tod und Verderben weiterlaufen. Du musst weiterlaufen. Und wenn dich die eigenen dann da umlegen. Und dann kommt auf einmal ein Oberleutnant davor. Mit dem habe ich die Nacht vorher im Bunker bei meinem Oberleutnant, das ist aber eine andere Geschichte, noch zwei Cognacs getrunken. Da habe ich den kennengelernt und der hat mich erkannt und der brüllte gleich, Mensch, Gewehre, und da ist ja der Unteroffizier Mutschinski. Gemeinsam, was sie da tief Luft holen. Auch das hast du überstanden. So, und dann bin ich nachher nach Bayern gekommen, ins Lazarett. Nur das ist abgeheilt, da konnte man damals noch nicht operieren, das war zu kompliziert. Ja. Man hat ja die Gefahr, dass man die Zunge lähmt oder Geschmacksnerven. Ja. Und damals war sowas überhaupt noch nicht möglich, man hat noch gar nicht die Technik gehabt. Naja, dann bin ich aus dem Lazarett nachher entlassen worden, bin dann vom Amerikaner hergelaufen bis nach München. Und bin dann am 30. April mit Hände hoch in München-Feldmoching in amerikanische Gefangenschaft gekommen. Meine erste Bekanntschaft war, dass ich meine Uhr losgeworden bin. Auch so eine Geschichte. Die zweite Bekanntschaft war, dass die Amerikaner dann ein Spalier bildeten. Ja, wir durften in der Mitte durchlaufen, aber die hatten alle Knüppel in der Hand und haben auf uns eingeschlagen. Hat uns nach Frankreich gefahren, nach Le Mans. Und eines Tages, vorher war ich Prisoner de War und am nächsten Tag mittags war ich Prisonnier de Guerre. Das heißt, er hat uns an den Franzosen regelrecht verkauft als Arbeitskräfte.
Und da bin ich das erste Mal gefragt worden, wer ich überhaupt bin. Beim Amerikaner das ganze Vierteljahr, uns hat keiner gefragt, wer ich bin. Wir sind nicht registriert worden, wir kriegten entgegen den Genfer Abkommen keine Briefumschläge, um nach Hause schreiben zu dürfen und alles sowas. Da bin ich das erste Mal gefragt worden, wer ich bin und auch untersucht worden. Es ging ja dann, dass wir zu Arbeitseinsätzen kamen, dann war ich bedingt arbeitsfähig. Ja, und kam dann auf Kommando raus, habe dort in der Endkonsequenz nachher in der Landwirtschaft gearbeitet. So, und wo ich war, das wusste nicht meine Schwester und meine Mutter, die sind nach Nordhausen am Harz geflüchtet. Und ich wusste, das hat man mitgekriegt, dass der Amerikaner, bevor er dort das KZ befreit hat, Nordhausen bombardiert hat. Und ich habe im Bombenangriff 1944 in Rumänien im Ploiești im Erdölzentrum mitgemacht. Ich weiß, was mittendrin. Ja, und da war mein Gewehr durchgebrochen, mein Tornisterhang auf der anderen Straßenseite auf dem Baum. Ich weiß, was Bombenangriffe. Also für mich war klar, Mutter lebt nicht mehr, Schwester lebt nicht mehr. Gefangene wurden nicht mehr gemacht, 45. Also Vater lebt auch nicht mehr. Du bist der Letzte, der noch lebt. Und dann sagte der Amerikaner, sie gehörte so durch, also deutsche Soldaten bleiben 50 Jahre in Gefangenschaft, SS lebenslang. Nicht? Dann hat man sich ausgerechnet, so jetzt bist du ja 20 schon geworden. Naja, und du bist der letzte Überlebende. Und dann kriegten wir das erste Mal bei Franzosen Post. Und dann habe ich an meine Tante nach Berlin geschrieben. In Fürstenberg ist ja alles kaputt. Ja, und so. Und den zweiten Karte mit Antwort habe ich dann geschrieben, auch nach Hause zu. Ja, und dann sind wir immer, ich war dann auf dem Bauernhof und wir sind am Sonntag immer zum Kommando rein und da wurde Post verteilt und von den 70, die wir waren, hatten ja 67 alle von zu Hause schon Post, plus 3 Mann waren wir, wir hatten noch keine Post. Ja. Und dann kommt ein Sonntag, Post verteilen. Und da sagt der Franzose, der Kommandoführer, ruft auf Mutschinski. Ja, kriegst du dann eine Karte? Ich habe sie hier, ich kann sie Ihnen zeigen. Da sind meine Tränen noch drauf. Ich sehe die Karte und ich sage zu meinem Kumpel, Mensch, mein Vater lebt. Das ist die Schrift von meinem Vater. Und da schreibt er, ich bin im Oktober 45 aus Sibirien nach Hause gekommen. Mutter ist, lebt, Hilde ist auch wieder da, die arbeitet wieder auf der Sparkasse. Also es hat sich für uns alles im Guten getan.